Hallo Krebs, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für den Monat September steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Krebs. Hinteren Deck, fünfte Kelchen. Fünfte Kelchen spricht natürlich für eine Vergangenheit, ne, Krebs? Also eine Situation. Es gibt hier eine Traurigkeit in dieser Karte. Fünfte Kelche spricht schon für eine Traurigkeit. In manchen Fällen, Krebs, eine Situation, die man loslassen muss. Ja, manchmal ist das auch so. Also ich muss eine Situation in meinem Leben loslassen oder ich muss mich von einer bestimmten Situation trennen und jetzt egal tatsächlich, worüber wir jetzt hier reden, egal, ja, es kann in jeder Situation in deinem Leben sein, in jedem Bereich, aber das Gefühl ist, dass das natürlich nicht leicht fällt, ne? Also wenn man sich von einer Situation verabschieden muss oder etwas loslassen muss oder wie auch immer, es sind immer keine leichten Sachen. Und dieses Loslassen, diesen sich verabschieden tut weh. Und ich spüre hier so ein Gefühl von doch loslassen zu müssen. Ja, es tut weh. Eigentlich würde ich das anders haben wollen, aber es tut weh, aber ich muss das machen. Ja, ich spüre hier einen Loslassen, ja. Eine Vergangenheit, einen loszulassen und einen Schmerz, irgendwie eine Traurigkeit ist hier. Wir schauen natürlich jetzt weiter, Krebs, weil, schau mal bitte jetzt, ist ziemlich interessant. Also 4 und 5 der Kelche. 4 und 5. Also so ungefähr, also ich kann eigentlich nicht mehr. Mir ist eigentlich schon ziemlich langweilig oder ich warte schon ziemlich lang, ja, für eine bestimmte Sache oder für eine Kommunikation oder dass sich eine Situation verändert oder ja, also ich fühle mich nicht mehr wohl in dieser Situation, mir geht es nicht mehr so gut, also ich mag diese Situation nicht, ich muss loslassen hier, ne? Ich sehe hier nur Kerlchen. In manchen Fällen hast du mit Wasserelement wie du zu tun. Sternzeichen Krebs wie du, Sternzeichen Fische oder Skorpion. Muss aber gar nicht sein, ja. Aber könnte möglich. Also auf den Würfeln ist Sternzeichen Fische. Auf den Würfeln Sternzeichen Fische, aber hier habe ich, wie gesagt, Skorpion, Krebs auch wie du. Es ist nur interessant, die Emotionen, würde ich jetzt hier sagen, Krebs, da sind die Emotionen sehr stark zu spüren hier und ich denke, wir reden über einen Loslassen tatsächlich. Wir schauen zusammen, fünfte Stäbe, du siehst ja, fünf der Kelchen, fünfte Stäbe, die Nummer 5, 5 redet ja für Veränderungen. Augenblick bitte.
Ja, auf den Würfel Nummer 8, sage ich jetzt nur. Also Nummer 5, 5 spricht für mich, für die Karte der Turm. Und Achtung jetzt hier, Krebs, was ich dir zeigen werde, ja. Es ist nur gerade interessant. Augenblick bitte. Es gibt hier eine komische Energie. Königin der Schwerter, Königin der Schwerter, du siehst ja Schwerter, Luftelement, Zwilling, Wassermann, Waage. Ja, und Ass der Münzen. Diese Ähnlichkeit habe ich bei mehreren Sternzeichen. Also, dass ich, wenn ich die Karten raus hole, am Ende bleibt diese Ass der Münzen. Ich spüre bei mehreren Sternzeichen diese neue Möglichkeit, diese neue Situation, die sich hier anbietet und sehr, sehr positiv. Und nochmals, jetzt Krebs, egal in welchem Bereich in deinem Leben, weil du weißt ja, momentan könnten wir über irgendetwas, über alles reden. Aber nur du weißt natürlich für deine Situation, was das für dich so ist oder sein kann. Ja, das ist schon möglich. Schau mal, das ist für mich Arbeit. Das ist für mich hier Arbeit. Ja? Krebs, wir schauen jetzt natürlich weiter. Deine Energie fängt schon mal richtig interessant an. Und ich werde dir bald zeigen, warum. Ja? Es gibt eine Synchronisierung hier. Eine Bestätigung. Schau mal. In der Mitte die Karte der Turm. Krebs, ja? Wir haben bei dir mit einem 5 der Kelchen angefangen. Die Nummer 5 stehen für Veränderungen da. Und das ist nämlich, was ich für dich in der Mitte, für den Monat September in deiner Legung habe. Und das ist die Karte der Turm. Also, wie du siehst, Sternzeichen Skorpion spüre ich bei dir stark präsent. Skorpion. Auch Sternzeichen Widder, muss ich dazu sagen, ja. Aber es muss gar nicht von diesen Sternzeichen reden. Ich sage es nur. Es muss für dich gar nicht in Resonanz kommen. Ich sehe, wie du siehst, hier eine Situation, die natürlich interessant ist, zumindest. Ne? Und es kommt natürlich jetzt für jede Situation drauf an. Ich muss das immer wieder sagen, weil ich möchte es zumindest schon richtig betonen, tatsächlich. Weil wichtig ist, ja? Wir reden hier über etwas Abruptes, etwas unerwartet in manchen Fällen. Weil das ist ja die Karte der Turm. Und oft ist das so, Krebs, dass die Karte der Turm, dass wir ja selbst in diese Karte der Turm gar keinen Einfluss haben. Also wir reden hier über etwas, was das Universum, wo das Universum auch was dafür tut, ja. Also wir reden über etwas unerwartet, abrupt, plötzlich, ja. Es kann sogar mit einer Kommunikation zu tun haben. Das hier kann mit einer Kündigung zu tun haben, mit einer sogar Trennung. Irgendwie eine gewisse Trennung in irgendeiner Situation, eine Scheidung. Es kann ein Verlust sein, was in der Familie war oder. Es gibt hier eine Situation, die etwas, wie gesagt, plötzlich und unerwartet ist. Also tatsächlich. Du merkst ja, also die Karte der Turm und 5 der Kelche. Schaue dir bitte beide Illustrationen von den Karten und du merkst ja selbst, dass die Energie ziemlich kompliziert sich zeigt, oder? Das nochmals. Wenn das zum Beispiel jetzt, und das musstest du eigentlich mehr oder weniger schon spüren oder wissen, ne? Also nicht, dass man in eine Legung jetzt ankommt und sagt, in Gottes Willen, das wird mir passieren. Eigentlich nicht. Eigentlich, du musst schon mit der Energie ein bisschen Resonanz kommen. Und wenn das nicht so ist, ist die Legung nicht für dich. Aber zum Beispiel sollte das hier eine Scheidung oder eine Trennung sein für eine Gruppe von Sternzeichen Krebs. Das heißt sogar einen Umzug. Also ich ziehe aus. Ja, ich muss von meinem Zuhause ausziehen. Ich muss meine Familie verlassen. Das fühlt sich nämlich so nämlich an. Ich sehe solche Konflikte. Also die Situation zeigt sich nicht unbedingt leicht. Ja, Krebs. Aber irgendwie das musst du hier schon
Jetzt, heute, Monat August, musst du schon spüren. Es fühlt sich in manchen Fällen im September noch schneller, weil die Karte der Turm für mich kann schon ziemlich schnell sein, abrupt sein. Ja, aber irgendetwas musst du schon mittlerweile, weil wir haben vier der Kelche. Also das heißt, diese Situation eigentlich ist schon längst jetzt so. Also du, ja, etwas ist hier, was sich schon sehr lang so spürt. Die Karte, die diese hier kreuzt, ist ja nicht normal, oder? Die Gerechtigkeit, Krebs. Die Gerechtigkeit, Achtung hier. Achtung hier. Ich habe zwei wichtigen großen Arkana in der Mitte von deiner Legung. Und nicht irgendeinen Arkana. Also, die sind wirklich wichtig. Sternzeichen Waage, in manchen Fällen hast du mit so einer Energie zu tun. Oder wiederum nicht. Die Karte der die Gerechtigkeit. Wir reden über Karma, gerade hier. Also wir reden hier über Karma. Wir reden hier zum Beispiel, dass man einen Karma löst. Ja, ich löse im Monat September einen Karma in meinem Leben. Zeigt sich das kompliziert? Natürlich, natürlich. Ja, so ist es. Aber das wissen wir ja, oder? Ich meine, wenn man Karma lösen muss, fühlt sich nie angenehm an, nie. Ist das aber gut? Ja, das ist auf jeden Fall gut. Ist das hart, kompliziert, schmerzhaft? Ja, das fühlt sich gar nicht leicht, was ich hier habe. Wir werden natürlich weiterschauen. Ja, aber Krebs, das ist hier. Also. Gott weiß jetzt was, weil jeder von uns hat eine ganz andere Situation im Leben. Für eine Gruppe spricht das für Arbeit und das ist hier eine Kündigung. Du kündigst oder ist hier eine Kündigung, so eine Situation, also dass du gekündigt wirst oder andersrum. Wenn das nicht dein Fall ist, weil dir auf der Arbeit sehr gut geht und das für dich gar nicht so in Resonanz ist, ist eine andere Situation in deinem Leben. Hat das hier mit einer juristischen Situation zu tun? Etwas, was. Wir wissen ja, also das sind zwei wichtigen großen Arkane. Im September lässt sich das hier spüren. Aber das ist nicht eine Sache, die von heute auf morgen geht. Obwohl im September wird sich schon hier was zeigen, ja. Warum sage ich das? Weil das große Arkane sind. Und du weißt ja, wie das ist, Krebs. Die Gerechtigkeit ist nie schnell. Es gibt in keinem Land. Gibt es eine Gerechtigkeit oder ein Gericht, das schnell arbeitet? Sowas gibt es nicht. Auch nicht bei uns, ne? Also deswegen sage ich, in manchen Fällen ist das hier eine Situation, die jetzt entweder schon sehr viel Zeit nimmt und du fängst das im September schon zu spüren. Ja, und das ist eine Situation, die noch etwas Zeit nehmen könnte. Aber im September, wie gesagt, die Karte der Turm ist ja da. Ich denke sowieso, Krebs, das ist eine Situation, die wir verzögert haben. Denn die Karte der Turm ist ja da. Das heißt, diesen Karma, die ich hier habe, diese Gerechtigkeit, haben wir selbst schon verzögert. Ja? Eigentlich hätten wir hier schon längst was machen müssen. Ja, also. Da wir schon längst hier was machen mussten und wir nichts gehandelt haben, nicht gemacht haben, kommt natürlich jetzt die Karte der Turm. Und das hier ist das Universum. Das hier ist das Universum, die uns sagt, nein, da hast du nichts mehr zu suchen. Ja. Starke Energie, Krebs. Und nicht, weil ich dir das sage, sondern du kannst es selber sehen. Das ist eine starke Energie. Und das hat schon mit Karma zu tun, tatsächlich. Momentan nicht nur bei dir. Von da aus nehm es nicht persönlich. Ja. Also von da aus nicht nur bei dir. Ich hole mir mehrere Karten, Krebs. Hinter dem Deck Ass der Münze, ne?
Achtung hier, weil erste Münzen hatten wir hinter dem Deck nämlich auch zweimal. Also ich, hier gibt es viel Geld. Ja, also zumindest spüre ich hier viel Reichhaltigkeit. Ja, dass die Nummer 1-1 ist nur interessant, weil gerade sehe ich die Nummer 11 in meiner Uhr. Die Nummer 1-1-0-1, die Nummer 1-1. Ich spüre bei dir neue Anfänge, Krebs. So spürt sich das hier. Das kann hier mit einem Umzug zu tun haben sogar. Diesen Umzug sehe ich hier. Das kann hier mit Eigentum zu tun haben, natürlich. Eigentum sehe ich nämlich auch hier. Ja. Es gibt schon hier eine positive Energie. Deswegen sage ich immer, Veränderungen sind hart und ohne Schmerz nicht möglich. Ja, tatsächlich. Aber Veränderungen am Ende sind wichtig. Und das spürt man bei dir. Die Energie will dich praktisch sagen, habe keine Angst. Ja? Es wird sich schon ein bisschen kompliziert fühlen, habe aber keine Angst, weil diese Veränderungen, diese Situation ist nötig für dich, für deine Entwicklung und ist positiv. Ja? Starke Legung. Starke Legung. Krebs, ja? Und jetzt hole ich mir von meinem Deck, ja, von meinem eigenen Deck für dich Bilder. Krebs, das ist meinem Lieblingsdeck. Muss ich dir schon sagen. Schau mal, was wir hier alles sehen können, Krebs. Entschuldigung, dass ich allein rede. Ja? Deine Legung ist eine starke Legung, ja? Krebs. Ziemlich. Augenblick bitte. Wow, 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 Krebs, interessante Legung und das wirst du auch nämlich so spüren. Schau mal bitte jetzt. Also unsere Karte, der Turm, 9. Stäbe, die Karte der Turm. Und von meinen Bildern kam so eine Hand mit einem Bleistift, eine Unterschrift. 9. Stäbe, du siehst, man sieht hier auch zwei Hände, auch mit so Stifte, in dem Fall sind Lippenstifte, aber man sieht hier Hände, überall eine Hand und einen Stift. Also einen Stift, ist das jetzt eine Unterschrift für dich? Handelt es sich hier für dich über eine Unterschrift? Hat das mit einem Eigentum zu tun? Eine Unterschrift, wie man von dir benötigt für den Kauf von einem Haus oder gab es hier eine Unterschrift für den Kauf von einem Haus, wo irgendwie eine Wahrheit jetzt ans Licht kommt? Ist hier irgendetwas so in der Art gekommen? Hat das hier doch für dich mit Arbeit zu tun und du unterschreibst die Kündigung? Also Krebs, wenn ich dir ehrlich bin, ich sage dir jetzt nur, was ich spüre und du nimmst für dich nur, was für dich in Resonanz kommt, ja? Weil in manchen Fällen von dem, was ich sage, nur die Hälfte für dich spricht oder gar nichts. Aber ich sage es nur halt, ja? Also vorerst würde ich sagen, wenn du jetzt im September was unterschreiben musst, oder sogar jetzt im August würde ich sogar sagen, ne? Weil die Verbindung ist ja die Nummer 9, September.
vorsichtig mit dem, was du unten schreibst. Oder ich sage jetzt mal so, lese die kleine, diese kleine Schrift. Oder sei dir sicher, was du unterschreibst, bevor du das machst. Die Kombination hier, die ich hier habe, die Kombination in sich, sag mir, sei vorsichtig. Nicht nur diese Kombination, andere Karten auf dem Tisch. Augenblick bitte, was ist das hier? Ah ja, genau. Augenblick bitte. Interessante Kombination von Karten, Krebs. Du bist bestimmt auch am Nachdenken wie ich, oder? Weil ich meine, das ist nämlich auch deine Arbeit hier jetzt gerade, ja? Also ich finde nur interessant. Ja? Ein Gebäude ist hier. Hier habe ich ein Gebäude. Hier sind mehrere Beteiligte in manchen Fällen. Oder sonst schon eine Situation, wo man das Gefühl hatte, ich bin belogen worden. Ich bin belogen worden. Oder mir wurde nicht die Wahrheit gesagt. Ich bin oft das enttäuscht oder verletzt worden. Oder nochmals belogen. Also, oder eine Wahrheit kommt ans Licht, was mit einem Gebäude zu tun hat. Es könnte doch mit einem Eigentum zu tun haben. Und du erfährst das, das fühlt sich jetzt ziemlich enttäuschend. Das Gefühl, was ich hier habe, ist von Enttäuschung, Traurigkeit. Ja, tatsächlich. Ja. Okay, schauen wir mal weiter. Tatsächlich muss ich dir was sagen. Die Energie sagt uns, sei vorsichtig. Ja. Und ich weiß nicht, wie das hier für dich spricht. Schau mal, ich habe hier drei Hände. Hier sind mehrere Hände. Mehrere Hände. Mehrere Menschen, die vielleicht in manchen Fällen was unterschreiben müssen. Es hängt nicht nur, es liegt nicht nur mit, es hat nicht nur direkt mit dir zu tun. Wir reden hier über mehrere Menschen, mehrere Hände, mehrere Unterschriften. Und in manchen Fällen eine Lüge. Vorsichtig, keine Ahnung, was das jetzt hier ist. Ja. Ich spüre hier eine Situation. Schau mal bitte in der Blockade. Die Gerechtigkeit. Ich rede hier über eine Wahrheit, ja, Krebs. Das hier ist eine Wahrheit. Ja. Egal, ob das ge geschäftlich ist, privat ist, Familie ist und so weiter. Du kennst ja deine Situation. Ich spüre hier eine Wahrheit, die dich sogar ziemlich traurig machen wird. Weil sehr wahrscheinlich diese Menschen, die ich hier habe, für dich sehr mit dir einen engen Verhältnis haben. Das kann die Familie sein oder Menschen, mit denen du dachtest, sowas könnte nie geben. So ungefähr, nein, das kann ich nicht glauben. Das kann nicht sein. Ja? Eine Wahrheit kommt hier ans Licht. Die Gerechtigkeit, siebente Schwerter und so eine Energie. In manchen Fällen gibt es eine Ähnlichkeit hier, diese Person mit jemandem, den du kennst, oder diese Energie sieht wie du aus, oder du hast nochmal mit so einer Person zu tun, oder muss nicht das aussehen, sondern in manchen Fällen sprichst einfach für eine Person. Du siehst Brillen, also was ich hier sehe, ist diese blendenden Lächeln. Nicht nur diese blendenden Lächeln, sondern in manchen Fällen Nationalität, Religion, Aussehen, Altersunterschied, keine Ahnung. Du wirst wissen, ob das für dich in Resonanz kommt. Die Karten irren sich nie, ja? Also das sage ich dir aber auch. Ich kann mich vielleicht irren, aber die Karten nicht. Von da aus, du musst schauen. Ich sehe hier eine Person, die gelogen hat. Also jemand hat hier gelogen. Wir haben hier mit einem Lügner zu tun. Eine Person, die nicht mit der Wahrheit gegangen ist, eine Person, das wahre Gesicht, also von dieser Person, kommt ans Licht. So ungefähr. Du wirst es möglicherweise gar nicht glauben, was im Monat September du von einer bestimmten Person erfahren wirst. Du wirst es kaum glauben
Und den Schmerz, in manchen Fällen, die Enttäuschung, wirst du schon spüren. Du wirst das schon spüren. Du rechnest damit nicht. Nein, ich glaube, du hast damit nicht gerechnet. Oder sogar, du hast in manchen Fällen die Intuition, sage ich jetzt mal, weil du bist ja Krebs, ja. Also Wasserelement und die Intuition ist bei dir natürlich da. Etwas hast du schon gespürt, ja. Etwas hast du schon vermutet. Im Monat September kommt eine Wahrheit ans Licht, die du vielleicht gar nicht so wahrhaben wolltest. Du wolltest eine Situation hier gar nicht wahrhaben. Die Energie zeigt sich ziemlich dubios, Krebs. Und glaube mir, wenn ich dir das sage. Und ja, du weißt, ich kann schon ziemlich... Die Karte 7 der Schwerter zeigt sich oft das. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist hier nicht selbstverständlich. Wir reden hier über eine Person, die man nicht vertrauen darf, kann und überhaupt. Das ist hier ein Lügner. Das kann auch eine Person sein, die klauen möchte. Finanziell gesehen nämlich auch. Es gibt hier eine starke Legung. Gell? Es gibt hier eine starke Energie, keine Ahnung. Ne? Also mir gefällt es auch kein bisschen. Kein bisschen, ne? Was ich spüre hier, ist, dass du diese Situation eigentlich, du in deinem Bauchgefühl hattest, aber du warst dir selbst nicht treu. Du hast deine Emotionen, das, was du gespürt hast in dir, nicht wahrgenommen. Aber ja, also, und das, diese Situation hier, die du in eine Blockade hattest, von wegen, nein, nein, das kommt ans Licht. Das kommt hier ans Licht. Und das spricht ja für ein Ende dann, ne? Entsprechend. Also ich sehe hier einen Schluss. Diesen Schluss, diese Unterschrift ist für eine Gruppe eine Scheidung. Diese Unterschrift ist für eine andere Gruppe eine Kündigung oder sonst eine Situation, die ans Licht kommt. Sternzeichen Waage, Zwilling, Skorpion, Steinbock, Fische, Krebs wie du. Schau mal bitte in deine Unbewusstheit. Achte Münzen. Ja? Also hier haben wir eine Person, die konzentriert arbeitet. Mehr, viel arbeitet. Eine Person, die mehr sich um die Arbeit kümmert. Also die Arbeit ist hier schon zu sehen. Die Karte der Tod. Du siehst ja Sternzeichen Skorpion tatsächlich. Ja? Also diese Sternzeichen ist bei dir stark präsent. Und schau mal bitte, Bruce Willis, gibt's ja nicht, oder? Also Bruce Willis war genau bei Sternzeichen Fische in der gleichen Stellung wie bei dir jetzt. Ich finde es nur interessant. Und du hast gesehen, wie viele Karten ich heute auch in meiner Hand hatte. Ich muss das immer wieder zeigen, weil ich möchte, damit man das weiß. Also das ist das Deck momentan. Ich tue nur immer einen Teil rausholen. Für mich alles zusammen und tue in einen Teil. Und interessant ist, dass die gleiche Karte rauskam, aber sogar in der gleichen Stellung wie bei Sternzeichen Fische. Bruce Willis ist von Sternzeichen auch Fische. Unverheiratet, muss ich dazu sagen. Tja, Bruce Willis, das ist nämlich so. Du bist verheiratet, ja. Also, er ist verheiratet. Somit habe ich gerade hier zwei Personen. Also ich habe diese Person hier und diese andere Person. Sage ich jetzt nur so nebenbei. Also hier habe ich Wasserelement, Sternzeichen Fische, Sternzeichen Skorpion. Die Arbeit, die Verbindung durch die Arbeit ist hier. Die Arbeit mit der Karte der Tod. Also wir reden hier über eine Transformation, was mit der Arbeit zu tun hat. Du siehst ja, es gibt hier eine Transformation. Ja. Eine klare Transformation im Bereich Arbeit mit einer Person, einen Schluss irgendwie, die Karte der Tod ist ziemlich deutlich. Also schau mal hier, die Karte der Turm, die Gerechtigkeit und die Karte der Tod.
Und schau mal bitte jetzt hier in deinem Bewusstsein. Nochmals 9. Stäbe. Das ist doch nicht normal. Nochmals 9. Stäbe. Begleitet mit der Karte der Teufel. Und von meinen Bildern kam ein Fragezeichen. Wow, wow, Krebs, das ist ja nicht normal, oder? Weißt du, ich muss das Gleiche nochmals sagen. Also, ich spüre hier, dass du eine bestimmte Sache vermutet hast. Die Vermutung ist hier. Du hast es aber nicht wahrnehmen wollen. Du hast wirklich einfach das nicht, also in manchen Fällen nicht glauben wollen. Und ich weiß nicht, worüber wir jetzt hier reden, für dich, für deine Situation. Aber die Energie zeigt sich, wie ich dir gesagt habe, ziemlich, ziemlich dubios. Und du kannst die Energie, wenn du sogar in Resonanz kommst, egal in welchem Bereich für deinem Leben, anpassen. Ja? Wir reden hier über eine toxische Situation, die mit Geheimnissen zu tun hat. Geheimnisse, Verletzungen, Wiederholungen. Also so ungefähr. Ich sehe hier nicht eine Situation, die einmalig ist. Ne? Das ist nicht einmalig. Zum Beispiel, es ist einmal geschehen. Es war ein Fehler einmalig. Nein, nein. Wir reden hier bei dir über eine bestimmte Sache, die oft das in der Zeit sich wiederholt hat. Oft das. Die Wiederholung ist oft das. Das ist hier tatsächlich ein Fragezeichen. Also nicht nur das, sondern vorsichtig. Also, ich meine die Karte der Teufel und 9. Stäbe, Krebs. Die Karte der Teufel und 9. Stäbe. Also ich sage dir eine Sache, der Teufel ist irgendwo da bei dir um die Ecke. Das ist schon mal sicher. Das ist schon mal sicher. Ich denke, du weißt schon mittlerweile, worüber wir jetzt hier reden. Du weißt das ganz genau. Du weißt das ganz genau. Das ist nicht normal. Diese Energie ist ziemlich interessant. Ziemlich interessant. Ziemlich interessant. Du merkst ja, Krebs, tut mir leid, also ich bin total in meine Gedanken gerade, ja, ich bin gerade am Nachdenken und total in meine Gedanken vertieft, weil deine Energie ist extrem, extrem interessant. Ja? Ich habe großen Arkana überall, der Teufel, der Turm, die Gerechtigkeit, der Tod. Also du merkst, welche großen Arkana sind eigentlich komplizierte Karten und Fragezeichen. Mein Gott, Krebs, das ist doch das hier. Diese beiden Karten, 9 und 9 und Fragezeichen, das ist tatsächlich ein Fragezeichen. Ne? Das ist so ungefähr, sei vorsichtig. Du weißt, worüber wir hier reden. Krebs, die Vergangenheit, nicht vergessen, die Legung spricht für den Monat September. Die Vergangenheit ist für den Monat August, weil der Monat August ist noch vor uns. Das heißt, das ist die Vergangenheit auch. Ja? Die Vergangenheit ist vor einer Woche auch gewesen, damit du so ein bisschen das schätzen kannst. Ja? Die Vergangenheit spricht für 8 der Schwerter,
Neun der Münzen, du merkst ja, die Nummer 9 wiederholt sich oft das. 9, 9, 9. Und ich sehe hier eine Reise. Eine Gruppe ist im Urlaub gerade. Eine Gruppe von Sternzeichen Krebs möchte eine Reise machen. Wir haben August. Ja, Menschen machen Urlaub natürlich. Also das würde sehr gut dafür reden, diesen Schiff hier. Eine Person, die eine Schiffreise macht. Man sieht das Meer. Also hier sehe ich das Meer. Man möchte hier in manchen Fällen doch eine Reise machen. Man ist aber noch nicht so sicher, soll ich das machen, soll ich nicht? Soll ich diese Reise alleine machen, in manchen Fällen sogar? Weil hier sehe ich eine Person, die allein ist. Ja? Also jemand ist hier allein. Neun der Münzen spricht für eine Person, die allein eigentlich in dem Fall jetzt hier eine Reise machen möchte. Ja? Okay, Krebs, wir haben noch den ganzen Monat August, wenn ich mich nicht irre, diesen rückläufigen Venus. Den rückläufigen Venus sagt uns, wir sollten in dieser Zeit, und spricht bis September, glaube ich, also das ist den ganzen Monat August bis zu September. Man kann mehr Informationen über Internet holen, wenn man etwas tiefer reingehen möchte, aber so viel ich weiß, man sollte in dieser Zeit nichts Neues anfangen eigentlich. Also es spricht auch für eine Beziehung. Also alles, was schnell anfängt, kann auch schnell beenden. Oder in dieser Zeit sollte man mit solchen Situationen aufpassen. Ja, das spricht für uns allen eigentlich. Ich weiß nicht, ob für dich das, weil ich sehe hier so eine Situation von ziemlich dubios. Ziemlich sogar. Schau mal bitte jetzt in deine Zukunft, Krebs, Monat September, siebente Münzen. Spricht schon für ein bisschen Pause. Irgendwie Pause tatsächlich. Die Finanzen in manchen Fällen auch. Ja, also die Finanzen. Man wartet in manchen Fällen, dass die Finanzen sich verbessern oder dass man das Geld reinkommt. Wir haben es ja bei dir auch gesehen, Krebs, dass hier doch Geld reinkommen wird, die Ergebnisse kommen. Also wenn du auf Ergebnisse wartest, die Ergebnisse kommen schon. Ja? Man spürt hier aber noch ein bisschen Zeit. Ja? Diese Karte ist begleitet mit 9 der Kelche. Die Nummer 9, 9, 9, 9, 9, ziemlich oft, spricht für den Monat September. Den Monat September wird wichtig für dich werden. Ich sehe hier nochmals diese Nummer 9 der Kelche, einer Person, die wieder allein ist. Ja? Ich sehe hier einen Zyklus. Drei der Kelche. Also das Bild von mir hier, das Bild, wo du siehst, drei Gläser Alkohol sieht man hier. Ich spüre hier schon sehr viel Alkohol, eigentlich einer Person, die in manchen Fällen sehr viel trinkt. Ich könnte denken, Krebs, also wir reden also über eine bestimmte Person auch hier, die viel Alkohol trinkt. In manchen Fällen hast du mit so einer Person zu tun oder so eine Situation könnte man hier sehen. Und der andere toxische Verhaltens, ja. Also ich sehe hier mehrere solche Situationen, aber ich sehe hier in manchen Fällen sogar viel Geld, die man ausgibt, ja. Für Vergnügungen, also klar, August, den Monat August, man geht weg, man ist oft unterwegs, draußen, zwischen Menschen, man verreist, also man gibt vielleicht sogar viel mehr Geld aus als sonst, ja, weil man mehr, ja, dafür, ich sehe hier, wie gesagt, dieses Vergnügen, also rausgehen, trinken gehen, was essen gehen, immer draußen, viel draußen was zu tun und na, ja, natürlich. Dafür braucht man immer auch ein Geld. Das ist ja klar, ja. Also das sieht man ja hier. In manchen Fällen wartet man natürlich, bis ein bisschen mehr Geld jetzt reinkommt. Für eine Reise brauche ich natürlich Geld.
meine Vergnügungen, was ich alles machen möchte, brauche ich natürlich auch Geld, ja. Das spüre ich hier sehr stark. Geld ist hier zu sehen, ja. Also ich habe nicht so viele Karten vom Geld, aber Geld ist hier. Also 9. Münzen, 7. Münzen. Ja. In deine Gefühle, Krebs, habe ich eine Herrscherin. In deine Gefühle, das ist eine Mutter, eine Person, die schwanger ist. Die Herrscherin, eine wichtige Energie, eine liebe Person eigentlich. Das spricht für eine liebe Person. Begleitet mit einem König der Schwerter. Der König der Schwerter ist für mich wie die Karte die Gerechtigkeit, ist eine ähnliche Energie. Und Blumen. Du siehst eine Herrscherin und der König der Schwerter. Blumen nämlich. Also ich sehe hier in deine Gefühle, spüre ich hier schon diese Kommunikation. Hier sehe ich zwei Personen. In manchen Fällen möchte man hier ernste Gespräche haben. Man möchte hier, du siehst ja, Blumen sind auch da. Man möchte jemand was verschenken. Also dieses Gefühl ist da. Das Gefühl hier ist auch, ich möchte jemand einladen, mich mit jemand treffen, was trinken gehen. Ich würde gerne mit einer Person hier eine Reise machen, verreisen und ausgehen, essen gehen, Spaß haben. In deine Gefühle ist diese Kombination eine Herrscherin und ein König der Schwerter. Luftelement ist bei dir schon auch, ne? Es ist interessant. Eine Wahrheit kommt hier ans Licht. Ja. Ich denke, im Monat August, wir reden hier über Urlaub machen. Man macht Urlaub einfach. Das sieht man hier sehr deutlich. Aber ja, man sieht auch sehr viel Stabilität in dieser Energie hier, für diese Vergangenheit. Klar, im September, man sieht hier schon ein bisschen mehr im materiell gesehen, wartet man auf Geld. Irgendwie, dass die Finanzen sich wieder verbessern. Ja, klar, wenn man Geld ausgegeben hat, wartet man jetzt auch, dass die Finanzen wieder ein bisschen sich hier verbessern. Ja, aber was ich hier spüre, ist eigentlich dieses Vergnügen. Also immer weiter. Ich spüre dieses Weggehen, Spaß haben und so weiter ist hier. Was du von außen anziehst, ist ein Vier der Schwerter. Dieses Gefühl ist, ich ziehe mich zurück, ich denke nach. Also es gibt hier Gedanken, die Gedanken sind hier. In manchen Fällen hat das auch mit dieser Kombination von Karten zu tun. Krebs, die Herrscherin, der König der Schwerter und die Blumen. Es könnte sogar für eine Versöhnung reden, einer Person, die sich versöhnen möchte. Die Karte 4 der Schwerter begleitet mit 10 der Stäbe. 9 der Stäbe zeigt sich zweimal bei dir. Und jetzt kommt der 10. Stäbe. Ja? Also man merkt schon, irgendeine komplizierte Situation hier. Eine komplizierte Situation auf jeden Fall. Und begleitet, schau mal bitte jetzt hier, mit so einer Maske. Ja? Es ist einfach nur interessant, finde ich. Das ist nämlich auch wieder mal eine interessante Kombination. Und wenn du merkst, Krebs, fast alle Kombinationen hier sind etwas irgendwie.
Du merkst ja, ich habe total gemischte Gefühle in deiner Legung. Gemischte Gefühle. Weil könnte ich hier über Arbeit reden? Ja. Aber trotzdem zeigt sich hier eine dubiose Situation. Könnte man hier aber über eine Person reden? Ja, natürlich ja. Aber das Gefühl wäre, man lügt hier. Man lügt, warum? In manchen Fällen, weil eine dritte Person oder eine Person verheiratet ist hier. Eine Person ist verheiratet und man versucht hier mit einer Lüge. Ich spüre hier eine Lüge. Aber das hat ein Ende. Im Monat September gibt es hier eine Situation, die ein Ende hat. Es kommt hier was ans Licht. Ja? Etwas kommt hier ans Licht. Und in manchen Fällen, jemand möchte sich hier entschuldigen oder versöhnen. Aber du wirst dir die Zeit zum Denken, zum Nachdenken nehmen. Irgendwie. Man vertraut hier eine bestimmte Person nicht mehr. Krebs, in deine Wünsche, sind deine Wünsche. Die Karte der Narr, Nummer 0. Und das hier spricht für, ich befreie mich, für eine Befreiung, für einen Loslassen. Wir haben ganz am Anfang bei dir gesagt, Krebs, dass das eigentlich weh tut. Natürlich tut das weh, ja. Aber das sind deine Wünsche. Deine Wünsche ist eine Befreiung. Nochmals 8 Münzen. 8 Münzen. Ich denke, du wirst auch über soziale Netze beobachtet. Irgendwie, wenn du Fotos hochlädst oder ja, also du wirst auch über soziale Netze beobachtet. Die Fotos, die du hochlädst. Und dann kam so eine Kathedrale. So eine Kirche. Ja. Schau mal bitte jetzt, Krebs. Diese 8 Münzen kommt mit diesem Karte der Narr. Vorher hatte ich nämlich 8 Münzen auch gehabt. 8 Münzen mit der Karte der Tod. Diese 8 Münzen bei dir ist immer wieder mit einem großen Arkana begleitet. Die Karte der Tod und die Karte der Narr. Beide Karten reden für eine Veränderung, eine Transformation hier in Bezug Arbeit sogar. Oder irgendwie ist das die Situation zu spüren und einen loslassen. Ja? Und dann, meine Bilder ist Bruce Willis und die Kathedrale, die Kirche. Wir haben ja über die Religion gesprochen, verschiedene Religionen, aber auch über Menschen, die verheiratet sind. Ja? Und das könnte für diese Kathedrale oder diese Kirche reden. Menschen, die natürlich verheiratet sind. Krebs, schau mal bitte jetzt hier. Als Ergebnis Monat September für dich habe 2 Münzen. 2 Münzen begleitet mit 10 der Kelche. Und von meinen Bildern kam diese Karte. Also hier siehst du nämlich 2 Personen, die sich umarmen und eine dritte Person, die im Schatten ist. Ja? Also ich könnte hier schon über eine dritte Person reden. Eine Person, die im Schatten ist, im Geheimnis ist, in einer Beziehung, wo ja, Menschen verheiratet sind. Für eine Gruppe könnte die Arbeit hier die Verbindung sein. Ich kann es nicht anders sehen. Weil die gemischte Gefühle bei mir hat mit dieser Situation zu tun, dass immer wieder ab und zu mal diese Situation von Arbeit zu sehen ist, die Arbeit. Ich sehe hier 2 Münzen. Es gibt hier eine Dualität, tatsächlich. Es ist eine Dualität. Ich sehe eine familiäre Situation, aber auch eine andere Situation. Die Zweifel sind da. Also, das ist bei dir hier sicher. Es ist sicher, Krebs. Es gibt hier keinen Zweifel. Wir reden hier schon über ein Glas, in manchen Fällen zu viel. Ne? Also, das ist, was wir hier haben. Ich spüre hier
Nochmals muss ich dir schon sagen, das ist ja neunte Kelche, zehnte Kelche, dreite Kelche. Also hier reden wir über eine Person, die sehr viel Alkohol trinkt. Könnte das hier mit einer Krankheit zu tun haben? Eine Person, die Alkoholiker ist, könnte es perfekt dafür reden. Zumindest sieht man hier eine Person, die sehr viel Alkohol trinkt. Ja? Und ein Geheimnis da ist. Ich spüre hier so eine Situation, natürlich. Hinter dem Deck war Liebe in Gefahr. Von meinen Bildern kam Liebe in Gefahr. Und auch diesen Organ, das Herz. Also das Gefühl bei mir ist tatsächlich, dass das Herz hier gebrochen ist. Bei wem hatte ich das starke Gefühl gehabt? Warte mal kurz bitte, weil das ist jetzt interessant. Warte mal kurz, oh mein Gott, bei wem war das jetzt? Das war sehr interessant gerade, weil ich habe den gleichen Satz gesagt. Ja? Ich weiß nicht, ob das Wassermann war. Ich glaube, das war Wassermann, Krebs, ja. Also ich spüre hier einen Schmerz. Das ist für mich hier einen Schmerz. Einen riesen Enttäusch. Weil die Person in manchen Fällen mit dir einen engen Verhältnis hat. Das ist die Familie. Und es kommt darauf an, wie es für dich spricht. Aber das ist einen Schmerz, ja. Das Gleiche hatte ich bei Sternzeichen Wassermann. Also Liebe in Gefahr. Du bist zwischen einem Ex und einer neuen Person. Das ist hinter dieser Karte Dream Machines. Es gibt hier in manchen Fällen einen neuen Traum oder eine neue Illusion. Und hinter dieser Karte steht, du bist zwischen einem Ex und einer neuen Person. Für eine Gruppe ist das, du bist zwischen deinem Ehemann, Ehefrau und einer neuen Person. Interessant, diese Lippen, also Menschen reden, ich denke, nochmals, ich denke, jemand hat das hier schon mitgekriegt oder die Familie oder überhaupt, ich denke, Menschen reden. Aber du siehst nochmals diese Lippen, es ist ungefähr wie das hier. Ja, ich denke, die Arbeit tatsächlich. Also das, die Verbindung hier ist die Arbeit, irgendwie, in manchen Fällen nicht. Oder in manchen Fällen, man kommuniziert mit der Person durch Internet. Aber ich denke, die Verbindung, die Arbeit könnte für eine Gruppe reden, könnte. Du siehst, hier sehe ich zwei Frauen, ja, in manchen Fällen zwei Frauen, zwei Männer. Also Frau mit Frau, Mann mit Mann oder wiederum nicht, aber... Sowas ist hier auch zu sehen. In manchen Fällen spüre ich hier den Ego, ja. Du weißt, das typische Frau, Mann heiraten, ja. Und man ist in einer Beziehung, aber eigentlich, wenn ich mit meinem Mann jetzt, ich bin verheiratet mit einem Mann, aber eigentlich ist das nur eine Fassade, weil was ich, mit wem ich sein möchte, ist mit einer Frau, ja. Und manchmal, man verdeckt solche Situationen durch eine Maske, weil man nicht möchte, was die Familie jetzt sagen wird. Ja, was wird die Familie sagen, wenn die erfahren, dass ich meinen Mann verlassen möchte, weil ich mit einer Frau eine Beziehung anfangen möchte. Was heute normal sein sollte, ist das noch nicht so der Fall. Und das wissen wir aber nämlich auch, ja. Das wissen wir schon. Krebs, von diesem schamanischen Seelenorakel kam für dich nämlich diese Karte, und das ist auch wieder mal sehr interessant, die Klinge. Nummer 6, ich werde diese Karte für dich vorlesen. Krebs, ja? Die Klinge symbolisiert Schärfe und Prägnanz von Geist, Körper und Seele. Zeigt sie nach oben, beschwört sie die Macht des Himmels herauf. Nach unten, also auf den Boden gerichtet, verankert sie die Macht des Himmels auf der Erde.
Die Klinge kann sowohl heilendes Instrument als auch eine Waffe sein. Weise gehandhabt, dient sie der Übertragung von Macht, besiegelt Einweihungen, zertrennt energetische Bänder aus der Vergangenheit oder löst toxische Beziehungen. Führt jedoch der Zorn die Klinge, so verursacht sie Schnitt oder Stichwunden und bringt den Tod. Die Karte lädt dich ein, deine Klinge zu ziehen und sie zu benutzen. Verzögerungen, unnötiges um den Brei herumreden oder Versuche, dem Unvermeidlichen zu entgehen, bringen nichts. Himmel und Erde gemeinsam unterstützen deine Machtansprüche, also geh mit der Entscheidenheit vor, Überwinde deine Angst, andere zu verletzen, zieh deine Klinge und mach weise von ihr Gebrauch. Es ist höchste Zeit, das Schwert abzulegen und in die Scheide zurückzuschieben. Stell deine Klinge bloß nicht in den Dienst toxischer Emotionen, denn das würde alles nur noch schlimmer machen. Lass die Klinge liegen, bis sich dein inneres Feuer gelegt hat. Anschließend setzt du sie in der unzweideutigen Absicht ein, deine energetischen Verbindungen mit dem aktuellen Drama zu zertrennen. Befreie dich. Starke Energie. Krebs, starke Energie. Das ist genau das, was ich hier spüre. Das ist genau das, was ich hier spüre. Das ist genau das. Also besser könnte ich dir gar nicht sagen. Ja, diese Karte sagt dir genau, gerade jetzt genau, was eigentlich, was du zu tun hast. Ja. Kann man das alles verzögern? Ja, natürlich. Solange man möchte, wie man möchte. Aber dass die Energie hier ist, die ist, das ist schon mal sicher. Das ist schon mal sicher. Ich hoffe, du hast die Karte richtig verstanden, weil ich finde die Energie extrem wichtig. Nochmals, sprich, das hier ist die Klinge, also die Klinge ist auch eine Unterschrift, ja, also ich finde es nur extrem interessant, was ich hier habe. Das ist wieder mal eine Unterschrift. Und du siehst ja, der Turm und die Kathedrale. Für eine Gruppe, sicher ist das hier, früher oder später. Man kann sich ja so viel Zeit nehmen, wie man möchte. Wenn du in Resonanz mit dieser Energie kommst, das ist früher oder später eine Scheidung. Aber das ist sicher. Ja. Warum? Ja, weil wir hier mit einer kleinen toxischen Situation zu tun haben. Eine klare toxische Situation. Ich spüre auch eine Person hier, die sehr viel Geld ausgibt. Eine Person, die von, zum Beispiel, ich bin verheiratet und mein Mann gibt sehr viel Geld aus für Reisen. Also zum Beispiel, mein Mann verreist und sagt, ich bin wegen Arbeit unterwegs, ja. Was natürlich oft so der Fall ist, ja. Mein Mann oder kann auch meine Frau sein. Also eine Person, die durch die Arbeit oder wegen der Arbeit sehr viel, sehr oft unterwegs ist, gibt aber auch viel Geld aus, ja. Viel Geld aus, von Geld, was mir auch eigentlich gehört, also von der Familie, für Reisen, aber auch für Vergnügung mit, also während diese Person draußen ist, wegen der Arbeit, trifft sich auch mit anderen Frauen, gibt sehr viel Geld aus für Alkohol, Frauen und so weiter. Und ich sage Frauen, weil ich habe das Gefühl hier, dass wir nicht über eine bestimmte Person reden. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, Krebs. Wir sehen hier nicht mal einen König,
Nicht mal, schau mal, was ich dir gerade sage, weil das ist extrem interessant. Ich habe hier nicht mal eine Königin, ein König oder so Sachen. Was spüre ich hier? Ich spüre eine Person, die eigentlich nicht eine bestimmte oder nicht nur mit einer bestimmten Person unterwegs ist. Ich spüre hier eine Person, die heute mit dir, morgen mit jemand anderem und so weiter. Eine Person, die sich natürlich nicht verbindet, sondern frei, ja, die Sexualität erleben möchte. Und ich sage das so, weil das spüre ich hier. Wirklich, also gerne sich vergnügen möchte mit anderen Frauen, anderen Männern oder wie auch immer, viel Alkohol trinkt, viel Geld ausgibt und das sehe ich hier. Eine Person, die aber lügt, ich denke, Krebs, du hast das in deinem Bauchgefühl schon gehabt, aber du hast das ständig blockieren wollen, nicht wahrhaben wollen, das kommt ans Licht. Irgendwie kommt das hier ans Licht. Warum? In manchen Fällen bekommst du eine Rechnung aus Versehen von einem Hotel, also ein Hotel, was weiß ich, wo, egal wo, schickt eine Rechnung zu dir nach Hause und du siehst den Namen des Hotels, die Rechnung und durch diese Rechnung bekommst du alles zu sehen oder die Wahrheit kommt ans Licht. Durch etwas, was ans Licht kommt, es kann oder einen Kontoauszug, eigentlich heute macht man das kaum mehr, sich die Kontoauszüge anzuschauen, manche ja, manche gar nicht mehr. Also in manchen Fällen durch einen Kontoauszug, dass man sieht, aha, so weiter. Also etwas kommt, irgendeinen ein Beleg durch einen, von einem Hotel, von einem etwas. Etwas ist hier. Etwas ist hier. Etwas ist hier. Diese Situation, die ich hier habe, was mit einem klaren Lügner hat jetzt kurze Beine. Lügen haben kurze Beine. Karma existiert. Wer denkt überhaupt, dass man sich von bestimmten Situationen einfach so frei davon kommen kann? Wer hat das überhaupt mal gedacht? Ja, also das ist extrem interessant hier. Extrem interessant. Extrem interessant ist das hier. Starke Legung, sage ich dir. Und jetzt, Krebs, wenn du nur ein bisschen in Resonanz kommst und denkst, dass das doch für dich etwas heißen sollte oder könnte, ist das hier nur eine Bestätigung. Das wird nur bestätigt, das, was du spürst. Die Legung kann sich spiegeln und das spricht hier für Sternzeichen Krebs. Sage ich es jetzt für die Cross Watchers? Ja, natürlich kann sich spiegeln und das können wir nicht ändern. Es ist einfach so. Ja. Aber die Energie, die ich hier habe, möchte ich für mich nicht. So. Das sage ich dir aber auch. Also diese Energie ist ziemlich, ziemlich dubios. Ziemlich dubios. Und ich weiß nicht, ob ich dubios sagen soll oder ich doch lieber sagen soll, dass das einfach deutlich ist. Ja? Ja? Dass man das nicht wahrhaben möchte, nicht sehen möchte, das ist was ganz anderes. Dass eine Person hier zwei Gesichter hat, das ist schon mal sicher. Und dass das nicht eine einmalige Sache ist, sondern immer wieder und immer wieder und immer wieder. Das kann ich dir aber auch sagen. Ja. Und das ist das Gefühl, habe ich hier, dass ich sogar für Menschen rede, die verheiratet sind. Das kann ich dir aber auch sagen. Ne? Ja. Das kann ich dir aber auch sagen. Hinter dem Deck kam nämlich ein Baby. Hinter dem Deck habe ich ein Baby, was auch immer heißen mag für dich. Und die Karte der Wagen, das ist die Karte der Wagen, Sternzeichen Krebs wie du. Und du siehst ja, wie viele Menschen in diesem Wagen. Und ein Baby. Krebs, ich kann mich von deiner Energie kaum trennen.
Wie du merkst, also die Nummer 8 spricht für Karma. Achtung hier, achte auf die Nummer 8, Krebs. Ich wiederhole, achte auf die Nummer 8. Lass es einfach nur jetzt so gesagt. Und du sollst jetzt damit mit dieser Information schauen, wie du klarkommst. Achte auf die Nummer 8. Sternzeichen Fische nämlich auch auf den Würfeln. Ich spüre hier eine ziemlich dubiose Sache. Ich kann mich kaum trennen von deiner Energie, aber ich muss das jetzt machen. Krebs, ich danke dir auf jeden Fall für deine Likes, für deine Abos. Dankeschön und bis bald. Tschüss.